Namaste, Hallihallo, die Bharati. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich sitze hier mit meinem Tamtam-Gong, ein wunderschön großer Gong, den ich mir letztes Jahr selber zu Weihnachten gekauft habe und mir gegönnt habe. Denn ich war schon öfter bei etwas, das nennt man Klangbad. Und einmal hatte ich eine Erfahrung bei Namhari Singh, der sich hat ausbilden lassen im Kundalini-Yoga für Gong, also um Gong zu spielen. Und der hat hier ein paar Mal bei uns im Ashram gespielt. Und jedes Mal, wenn er kam, hatte ich so eine wundervolle, starke Erfahrung. Und einmal auch eine Astralreise, eine bewusste außerkörperliche Erfahrung. Und einmal durfte ich nicht mit teilnehmen, weil ich da hochschwanger war mit dem Gabriel Shiva. Und er sagt, es könnte halt Wehen auslösen. Und ich war 2 Stockwerke höher, als er unten gespielt hat. Und ich habe dennoch die Schwingung gespürt und habe total intensiv aufgeräumt und sauber gemacht und so weiter. Also war wie so ein großer Energieschub. Und dann das ganz große Aha-Erlebnis zu dem Thema Gong kam dann, nachdem ich mir erstmal diesen kleinen geholt hatte in Indien, den ihr hier hinten seht. So ein kleiner, der kommt aus Tibet. Und dann waren wir beim Dunkelretreat bei dem Prinz vom Liechtenstein in Österreich an seinem wunderschönen Platz, das Transformatorium. Also er baut hier eine Hotelanlage um in eine, sage ich mal, Bewusstseinserweiterungsstation, könnte man sagen, mit ganz vielen wunderbaren Menschen und Seelen, die alle daran arbeiten, Licht in die Welt zu bringen und Transformation. Und da arbeitet auch die Nina mit, die, sage ich mal, die absolute Hauptmanagerin dieser ganzen Vision dort ist. Und die Nina, die hat lange Zeit mit einem Gongmeister zusammengelebt. Also bevor ich Nina getroffen habe, wusste ich nicht, dass es tatsächlich Gongmeister gibt, ja. Und sie hat also von diesem Gongmeister sehr viel gelernt, unter anderem, dass Gongs immer die Fähigkeit haben, Energie zu geben, zu reinigen, sogar Negativität aufzulösen und auch Besetzungen zu lösen und also richtig heftig. Und sie hat dort ein Klangbad angeboten mit einer kleineren Gruppe und auch da hatte ich wieder eine wundervolle außerkörperliche Erfahrung, was ja auch nicht einfach immer nur so leicht zu initiieren geht. Bei mir geht es aber ganz einfach über Klang und das war dann für mich so, ja, das absolute Go, mir selber einen Gong zuzulegen. Ich muss sagen, seitdem ich ihn selber habe, spiele ich sehr, sehr viel. Also ich bin manchmal auch alleine im Dunkeln und spiele ihn für mich, weil ich merke, was für eine Trance-Energie dort entsteht. Bei mir entsteht sie sowieso recht schnell, weil ich einfach lange Jahre meditiert habe und dann braucht man nicht mehr so viel, bis diese hohen Trance-Stufen oder hoch, bis diese Trance-Stufen einfach kommen. Allerdings habe ich auch beeindruckende Erlebnisse gesehen bei Leuten, dass sie eben wirklich, ja, sich bewegt haben auf eine ganz gewisse Art und Weise. Richtig gesehen hast, wie da negative Energie versucht, den Weg rauszubahnen und so weiter. Und da habe ich gedacht, wow, also das möchte ich hier wirklich bei mir im Dunkelretreat haben und anbieten. Und zwar nicht nur anbieten in Gruppensessions, sondern auch tatsächlich ganz bewusst, um Astralreisen hervorzurufen. Und ich hatte ja jetzt schon die erste 21-Tage Astralreisengruppe geleitet. Da kam dieser wundervolle Gong auch schon zum Einsatz. Und bei der nächsten im Mai werde ich den natürlich auch ganz intensiv benutzen, aber auch ganz besonders bei meinen Seminaren natürlich. Also man muss jetzt nicht nur unbedingt im Dunkeln sein. Ich merke einen sehr starken Unterschied, wenn ich den Gong mache für Astralreisen, also für außerkörperliche Erfahrungen und auch in einer Gruppe oder ob ich alleine für ein individuelles Thema von jemandem spiele. Und das war sehr interessant. Ich hatte einen sehr speziellen Gast hier aus Amerika. Und das war der Aubrey Markus. Ihr werdet auf meinem Kanal Holo Vibes da auch die nächsten Tage oder Wochen mal gucken, wie lange wir brauchen, das zu editieren. Auch noch ein Interview von ihm veröffentlichen, was ich mit ihm in der Dunkelheit geführt habe. Und das war auch, das war wirklich ein sehr spezielles Retreat. Und
Er hat mich dann in einem Abend, wo es ihm einfach super intensiv ging, hat er mich gefragt, ob ich eine Gong-Session für ihn mache. Und diese Gong-Session, die war sehr anders, weil ich einfach das Thema wusste und ich konnte mich darauf einstellen. Und es war keine Gruppenenergie, wo ich viele Menschen versuche, sag ich mal, ein Feld zu geben, wo sie alle gut drin sein können. Und das hat mich also wirklich sehr beeindruckt, was für eine Energie dieser Gong tatsächlich aufbaut bei diesem One by One. Also das wirklich mit, wenn man speziell für eine Person spielt. Das heißt, das werde ich auch vermehrt jetzt anbieten, wenn ich hier vor Ort bin und ihr oder du ins Dunkelretreat kommt, kann man mich buchen für eine Gong-Session, alleine oder auch in der Gruppe. Aber ich merke halt, das ist schon auch sehr speziell alleine. Und in den Astralreisengruppen und auch in den Heilungsgruppen werde ich den Gong sowieso spielen. Also das ist etwas, was sich jetzt schon so eingebürgert hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mir den geleistet habe. Der war jetzt auch nicht so billig. Und vor allen Dingen, was für ein Glück, dass ich mir den noch geholt habe, bevor dieser ganze Coronavirus-Wahnsinn hier ausgebrochen ist. Wer weiß, wahrscheinlich darf man das gar nicht mehr importieren oder... Also wow, das ist, oder erstmal nicht oder was, ich weiß nicht, ob die jetzt gerade produziert werden. Das ist ja wirklich ein eigenes Thema für sich, oder? Und genau, ich könnte dir mal schreiben. Interessanterweise war der an WhatsApp. Und ja, ich glaube, ich schreibe dir mal, wie es ihm geht. Also das ist mal sowieso ein ganz eigenes Thema, dieses irre Virus, oder? Ja, zumindest. Ich wollte euch einfach hier mal mitteilen, wie man mit Klang arbeiten kann. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das ist vor Ort. Weil wenn ich jetzt den Gong etwas spiele, um zu zeigen, wie diese Energie ist, bekommt ihr zwar einen gleichen Eindruck, aber es ist wirklich nochmal was anderes, wenn man hier steht oder hier da liegt. Also ich lege dann meine Gäste auf Matten und dann können sie tatsächlich mit geschlossenen Augen in kompletter Dunkelheit dieses Gongbad genießen. Und ja, ich denke auch, dass ich ab Sommer des Jahres 2020 anfangen werde, einige Termine rauszusuchen, um auch Gongbäder oder auch eine Gong-Erfahrung, was immer, wie ich das nenne, unten im großen Seminarraum anzubieten. Da passen, weiß ich gar nicht genau, aber ich würde sagen, vielleicht so Maximum 20 Leute rein. Und werde dann auch die Termine bekannt geben. Die sind noch nicht in der neuen Eventbroschüre. Weil das ist sowas, was sich jetzt hier gerade entwickelt. Und wie ihr ja wisst, folge ich immer meinem Herzen. Und so hat sich das schon mein Leben lang immer entwickelt. Das in das und das und das. Wer weiß, was da noch weiter entsteht. Und ja, ich persönlich fühle diese Schwingung sehr, sehr stark. Und ich glaube auch gerade in solchen Zeiten, in denen wir leben, in denen einfach so gearbeitet wird mit Angst, in denen wir natürlich auf dem spirituellen Weg dabei sind, unsere ganzen Blockaden zu lösen, ins Herz zu kommen, negatives Karma zu lösen, auch irgendwelche Verstrickungen und Seelenverstrickungen mit anderen Seelen, die wir vielleicht auch seit vielen Inkarnationen mit uns tragen, haben wir ja eh schon so viel Arbeit an uns. Und dann kommt noch so dieser ganze Druck von außen. Ich finde es halt super wichtig, dass man im Zeitalter, was man auch Kali-Yuga nennt, in dem wir uns jetzt befinden, immer darauf achtet und immer guckt, dass wir positive Schwingung erzeugen in uns. Das ist halt super, super wichtig, dass wir immer wieder Wege finden, wie wir uns aufladen. Für mich ist das Mantra-Chanten jeden Abend, also auch ganz klar, jeden Abend eine feste Zeit wirklich meditieren. Und für mich ist es auch wirklich dieser Gong geworden. Es gab so einige Momente jetzt, wo ich nicht richtig wusste, soll ich mich dafür entscheiden, soll ich mich dafür entscheiden, wo mein Verstand sagte, mach das. Und meine Seele, mein Herz sagte, nein, das wäre zwar der bequeme Weg. Und das fühlt sich auch irgendwie richtig an, aber so richtig richtiger. Also was deine Seele dir sagt, ist was anderes. Und in solchen Momenten habe ich mich auch schon hier alleine hingesetzt und den Gong gespielt. Und ich habe das auch schon für Freunde gemacht und auch für Klienten, die mir dann auch immer das Feedback gegeben haben. Wow, da tut sich wirklich ein neuer Raum auf. Und das ist dadurch eben möglich, wirklich mit seiner Seele zu verbinden. Was interessant, sich damit zu verbinden, mit seiner Seele. Weil die Seele weiß immer die größte Antwort, nicht der Verstand. Was ich noch sagen möchte, ist, dieser große Gong ist ja über 90 cm, ist auch handgeschlagen. Es gibt sehr viele Fälschungen im Internet, auch Gongs, die man sich bestellen kann, die dann gar nicht richtig schwingen. Also da hatte ich echt richtig Glück mit. Ich möchte da einfach auch sagen, dass der Yogi Bhajan,
der das Kundalini-Yoga ja hier so bekannt gemacht hat, immer mal gesagt hat, ja, wer Gong spielt, spielt das Universum. Und es gibt viele verschiedene Gongs, aber bei diesem, speziell bei dieser großen Gongform und gerade bei diesen handgeschlagenen Gongs, fängt man an, das zu spüren. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Arten, den Gong zu spielen. Also Arten und Weisen, wie man den Gong spielt. Und ich lerne natürlich auch immer noch voll dazu. Ich bin jetzt ja noch kein Gongmeister, aber ich höre auf meine Seele und ich höre auf mein Herz und spiele den Gong sehr intuitiv, was ich da halt gerade fühle und will mich da auch nicht mit verkopfen zu sehr, in was man wie spielen sollte und so weiter, sondern ich spiele den halt einfach, was mein Inneres mir sagt. Und ich muss sagen, seitdem ich diesen großen Gong habe, ist der Kleine so ein süßer Pipipax. Aber er schwingt natürlich mit, immer dann, wenn ich diesen spiele. Da steht jetzt mittlerweile daneben, schwingt er ja auch mit. Ich nehme euch jetzt mal mit auf diese Reise. Das ist natürlich anders, als wenn man jetzt wirklich neben so einem Gong liegt oder sitzt, weil der Gong, wenn man daneben sitzt, der liegt da richtig die Mega-Schwingungen in den Körper bringt und man das richtig fühlt, diese Vibration. Das ist so, also ich finde das so toll, ich mag das so gerne. Es gibt Leute, die es nicht mögen. Es gibt Leute, weil das triggert halt das Reinigungsprogramm. Ne? Also kannst halt nicht weglaufen. So. Es ist wie in der Dunkelheit, du kannst auch nicht vor dir weglaufen. So. Und wenn du halt irgendwas in dir hast, was echt gereinigt werden möchte, wird es halt auch intensiver. Es gibt halt einige wenige, die finden das grausig, das und haben dann so das Gefühl, das ist zu viel. Ich weiß nicht, wie das... Das ist auch okay. Also dann spielt man den halt sanft und dann spielt man den nur ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt über das Video rüberkommt, aber ich denke, dass man trotzdem schon mal einen kleinen Eindruck kriegt von dem Gong. Und ich wünsche euch dabei viel Freude. Thank you.
Ja, ihr Lieben, ihr hört und fühlt, wie der Gong noch weiter nachschwingt. Und es ist wirklich so wundervoll. Ich habe gerade die Idee gehabt, falls ihr gerne möchtet, dass ich vielleicht das ein oder andere Video aufnehme, hier auch für länger, dass ihr damit meditieren könnt oder euch das anhören könnt über YouTube, mache ich das gerne. Schreibt hier gerne eure Kommentare rein, wenn ihr daran Interesse habt. Und wenn ihr daran interessiert seid, falls ich mal eine größere Gruppe mache mit einer Gongnacht oder ein intensives Gongabend, dann schreibt euch unbedingt in mein Newsletter ein. Da gibt es immer alle Informationen, was ich gerade so Neues mache, entwickle und so weiter. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald. Namaste.